Eigentlich war ich Rennfahrerin in Japan. Ja? Ja, und ich wollte dasselbe hier machen. Gibt's nicht. Doch, gibt's. Ach so? Nennt sich LSPD oder wie? Jetzt fängt er schon wieder damit an. Ich hab da echt keine Lust mehr. Hallo? Wir kommen gleich zu dir, alles gut. Kann man bei dir was kaufen? Was machst du? Was soll ich sitzen? Wir gehen dann auch zum Friseur, alles gut. Ich glaube, das schaffen wir gar nicht mehr. Ich gehe in 20 Minuten schlafen. Das ist doof. Und ich sollte irgendwie noch herausfinden, wo ich schlafen kann. Ich habe keinen Bock, mich in den Regen zu legen. Unter der Brücke? Ja. Ich kann dir höchstens bei mir auf der Couch noch einen Platz anbieten. Gern. Besser als im Regen. Und ich weiß wirklich nicht, wohin. Mimi ist nicht da. Ich muss mit meinem Kackauto endlich mal wieder auftauchen. Ja. Nick, das Ereignis nehmen. Ja, Mimi ist nicht da. Eigentlich wollten wir uns irgendwie eine Unterkunft suchen. Ja, jetzt bin ich ein bisschen gestrandet hier. Unterkunft suchen müsste mieten und die kosten teilweise Schweinegeld. Ah, okay. Gibt's da nichts Günstiges? Eher selten. Ha, schön. Matze, alles gut bei dir? Matze? Schläfst du? Ich denk grad bloß drüber nach, wie miserabel mein Leben ist. Ach komm, lass dich nicht so hängen, Junge. Du bist dein Leben doch gar nicht. Guck mal, was du für ein tolles Auto fährst. Was für ein tolles Auto? Ich fahr ein schönes BMX, Mann. Ja, was ist mit deinem großen Geländewagen? Da weiß ich nicht, wo der ist. Das ist wahrscheinlich Abfahrwahrstelle. Boah, also müssen wir mal zur Verwahrstelle fahren. Wäre ohne Geld prima. Sag doch, arbeite morgen mal mit uns zusammen. Ja, mach Eier. Wird hier mal Zeit. Ja, Matze, wie gesagt, ich kann es dir nur anbieten. Komm mit uns morgen mit. Wenn einer von unseren Arbeitern nicht da ist, kriegst du von dem dann erstmal die Korre. Ja, aber mach das doch. Das ist doch super. Das ist doch eine echt gute Gelegenheit für dich. Es kann so auch nicht weitergehen. Irgendwann ist er schon wieder weggerutscht. Ich bin so müde. Ja, du kannst gleich schlafen gehen. Nee, hält sich eigentlich noch in Grenzen. Eigentlich tun mir nur die Füße weh. Ja, die Schuhe tun mir weh, genau. Ja, noch neue Schuhe kaufen oder wie? Ja, eigentlich hatte ich Turnschuhe, das war das allererste, was ich mir geholt habe, aber dann habe ich alles verloren nach meinem Unfall und jetzt dann muss ich wieder... High Heels tun's auch. Nein, die hatte ich auf einmal wieder an. Irgendjemand zieht mir immer diese verdammten High Heels an. Ach du Heimatland, du kannst mir fast leid tun. Ja, echt so eine Strafe. Immer die gleiche Scheiße. Müssen wir gucken, dass wir Montag für dich Geld rankriegen oder wie? Ja, ich wollte mir eigentlich, also ich bin eigentlich aus einem Grund hier. Aber ich habe es einfach noch nicht geschafft, jetzt mich da mal ein bisschen umzuschauen. Ich werde die ganze Zeit in andere Dinge irgendwie verstrickt und verwickelt und komme einfach nicht dahin. Was willst du nun machen? Eigentlich war ich Rennfahrerin in Japan. Ja? Ja, und ich wollte dasselbe hier machen. Gibt's nicht. Doch, gibt's. Ach so? Nennt sich LSPD oder wie? Der war mal so flach. Was? Der war so flach, der Witz. Super. Ja, deswegen habe ich nicht gelacht. Es ist halt ein bisschen schwierig, da irgendwie reinzukommen und deswegen, ja, dauert das Ganze noch ein bisschen. Und. Ah, okay. Ja, läuft. Ja, läuft voll bei mir. Hallo Leonie. Was denn hier los? Ihr sollt arbeiten. Ja, wir müssen hier auf eine besoffen. Dings. Leonie ist schon bei uns. Ja, sag ich doch. Ja, Aiden kommt gleich.
Er ist blind für dich. Ich bin nicht arbeitsfähig, ich war euch schon fleißig. Wie ihr da rumsteht. Ja, sorry, wir waren die ganze Zeit im Regen. Assi. Ja, tut mir leid, Süßer. Ich hab Geld reingebracht. Was soll man machen? Hallo. Ja. Matze, geht's dir gut? Wie geht's, Matze? Das war Matze? Das ist Matze. Yo. Ja, hier am Boden. Warum ist der am Boden? Weil der besoffen ist wie Sau. Ja, der ist schon ins Meer gesprungen, ich hinterher, wieder rausgezogen. War echt lustig heute. Echt, Matze? Komm mal mit. Und dann? Komm Matze, mit. Aufstehen. Das geht mit Leonie, das macht auf Spaß. Du kippst dir die ganze Zeit Alkohol ein. Ja, auf jeden Fall. Ja, der hört auch nicht auf. Ah. Brennt der denn? Ist er kernbehindert? Ja. Ah, hast du die Aussage von Leonie gehört? Ja, habe ich gehört. Das ist... Also du merkst, Leonie hat gleichen Schlag wie ich. Mhm. Das ist unsere Hauptchefin. Ah, verstehe. Okay. Jetzt macht er schon wieder... Das gibt's doch nicht. Ja, Flachkörper und Co., ne? Tolle Freunde hast du. Ja, ne? Aber er will sich halt auch nicht helfen lassen. Also er will halt nicht. Ja, es hat Matze, ne? Ja. Frag mich, was Leonie jetzt mit ihm vorhat. Bezüglich der Preise bei uns. Ja? 130 für eine Batterie ist zu viel. 100.000 Euro. Das ist verboten. Es gibt eine offizielle Liste, die ist von der LCN vorgeschlagen. Und jeder, der über 125 abkauft, der wird von irgendeiner Gang rangenommen. Okay, dann gibt's da hinten steht halt immer noch der Typ. Wir machen das nur noch 100 mit, ja? Jo. Ich habe die Hälfte davon verkauft, ne? Mein Anteil. Und die andere ist noch schön in deinem Burrito drin. Jetzt meinen Anteil und mit Leber kochen können wir von dir. Ich weiß ja nicht, ob du jetzt kochen wolltest oder. Vielleicht. Ja. Ich hab, by the way, ein neues Auto. Aha. Das, was Leonie fährt, das ist jetzt meins. Ich hab Schlüssel bekommen. Oh, toll. Du bist ein ganz toller Fisch. Ich weiß, ich spür den Neid, danke. Du wirst aber schon, dass die Korn saufen wie Sau. Ja, aber... Ja, merkst einen Fehler. Eine Freizeitkarre. Also nie. Wollen wir uns jetzt hier im Regen boxen? Nee, ich verliere nicht. Kann ich mit Worten boxen, wenn du willst. Hm. Als ob ich so wortgewandt bin wie du. Ja, sag ich doch. Ja, schön. War echt anstrengend. Frag nicht nach Sonnenschein. Also, ich merke das schon. Die Stimmung ist ja ein bisschen im Eimer. Ja, Shiva hat die Schnauze voll von ihm. Ja, frag mal nach meinem Tag. Oder lieber nicht. Das ist Matze. Wir wollten noch zum Friseur. Ja, das war ja schon vor Matze. Das ist nur einfach immer besser geworden heute. Aiden, wir brauchen einen sehr super tollen Friseur für die nette Dame. Ja, heute nicht mehr, leider. Schaffen wir es jetzt nicht mehr, meinst du? Nee. Ja gut, dann fahren wir auch zu meiner Wohnung. Ja, das wäre gut. Dass ich wenigstens im Trockenen schlafen darf, danke. Ich warte hier, ich wünsche dir eine gute Nacht, ja? Danke, gleichfalls. Dann mitkommen, weil ich werde notleid pennen. Ich warte hier auf Leonie, euch beiden dann eine gute Nacht, ja? Ja, jo, gute Nacht. Gleichfalls. Oh, entschuldige. Ja, ich bin's gewohnt. Ja, dann passe ich ja gut dazu. Ach ja, deine Tür ist ab. Oh, fick dich. Die Tür ist doch dran. Eben, hab ich dir schon gesagt. Fick dich. Ich hab dich... So, hab angeschnallt. Dich auch nie... Tschüss. Oh. Angeschnallt. Das mache ich jetzt immer, wenn ich bei jemandem mitfahre. Und vor allem, wenn es regnet. Was? Ich habe eine Luxuswohnung. Okay. Ist mir egal. Hauptsache was Trockenes. Pinewood Hills. Falls ihr das was sagt. Kann sein, dass ich da vorhin rumgeirrt bin. Was war das denn? Ein... Ding. Ding. Ja. Macht nur so einen Scheiß hierher. Ja, wer stellt sowas auf die Straße? Idioten. Welche Ronis? Ah. Nur mit Mann. Ja, wir hätten ihn echt K.O. boxen sollen und dann einfach in die Klinik fahren. Ja, wir können ihn dann nicht in die Klinik fahren, dann kommen die her und fahren ihn in die Klinik. Ja, oder so. Aber dann hätte er uns anzeigen können wegen Körperverletzung. Es ist alles kompliziert. Da will man jemandem helfen und dann wird man bestraft. Ja. Ja, dann muss er sich halt um sich selbst kümmern. Genauso wie ich letztens meinen Waffenschein abgeben durfte und dann in den Knast gegangen bin. Warum?
Ach, mich hat die ganze Zeit ein Kollege von Business gerammt und irgendwann hat es mir gereicht und mich ausgeschieden und haben beschossen. Ah. Hast du es vorher gesagt, dass du schießt? Nein. Ah. Aber das Doofe war, da war das FIB dann gleich ums Eck. Mhm. Und ja, ne? Da konnte ich mich dann eigentlich noch gut rausreden, da wäre ich mit Waffenschein weg gewesen. Ja. Und die Waffe, ja, blöd ist, ich wollte noch 3 Hanfknospen einstecken. Scheiße. Haben sie dich noch gefilzt und dann, ja. Da war das gegessen und ich durfte dann erstmal schön in den Knast einfahren. Wie lange warst du? 30 Monate. Oh. Naja, ich habe ein bisschen Geld gemacht. Während du im Knast warst? Ja. Ja, haben die halt draußen weitergearbeitet, ne? Nö, ich hab dort Eisen geklopft. Ach so, okay, verstehe. Ah, das ist voll lukrativ. Das ist ja eigentlich witzig. Also wir haben schon manchmal gesagt, wenn wir echt Langeweile haben oder bankrotzen, gehen wir in den Knast. Auch eine Idee. Du kannst nicht überfallen werden und kriegst Geld. Aber das ist dann bloß der Notfallplan. Okay, ja. Aber immerhin hat man einen dann. Ja. Lernt man vielleicht auch neue Kontakte kennen? Meistens, aber die sind alle kriminell. Ja, klar. So, wir kommen bei Wood Hills, ne? Mhm. Und sind Viertel mit. Toll. Ja, ich glaube, da bin ich vorhin rumgeirrt. Ich bin heute ziemlich viel schon zu Fuß gelaufen. Ja, und es ist immer schön, wenn man so ein bisschen rumirrt, wer einen da alles anquatscht. So, wir sind da. Sehr gut. Du gehst ja toll in dein Haus. Machst du das immer so? Ja. Ich war heute schon mal in so einem teuren Ding. Und bin dann abgehauen, weil ich mir nicht so sicher war, ob ich da bleiben will. Der Typ war ein bisschen komisch. Ja, und dann hat die ganze Scheiße angefangen. Ja, hier hast du die Küche, ist ja klar, ne? Feuer ist auch an. Oh, schön. Mir ist so kalt. Erstmal zum Feuer. Du kannst auch ein bisschen lauter reden, es hört jetzt niemand. Ach ja, stimmt. Großer Fernseher. Bad ist eine Etage tiefer, soll ich dir kurz zeigen? Ja, wäre ganz nett. Ich muss jetzt zwar durch mein Schlafzimmer, aber ich habe eh einen tiefen Schlaf. Ich bin ja einfach froh, dass ich nicht draußen im Regen schlafen muss oder bei Mimi im Zelt, wo auch immer sie ist. Also. Hey, du hättest schon mit dem Penner mitkuscheln können. Ja, nee, danke. So, das ist ja mein Schlafzimmer, ne? Huh, da braucht man erstmal 30 Minuten, bis man aus dem Flur raus ist, okay? Ja, und dann hast du halt ein Riesenschlafzimmer, ne? Und wo ist da... Und hier ist das Bad drinne. Ach, hier ist das Bad, okay. Toilette, ja. Badewanne, Dusche. Ja, warte mal, hast du kein anderes Bad? Weil dann würde ich ja, wenn ich nachts mal muss, bei dir durchs Schlafzimmer laufen. Ja, ich sag doch, ich habe einen tiefen Schlaf. Ich habe bloß das eine Bad, leider. Ah, okay, ja, dann normalerweise schlafe ich eh durch, also... Sollte also ich eigentlich nicht stören. Der Architekt hat das hier ein bisschen... Ja, ist ein Architekt. Ja, Architekt halt. Ja, ein Architekt. Riesendusche, da kannst du fast dein Auto drinnen waschen. Ja, Wahnsinn. Oder halt eine Gangbang-Party feiern. Da gehe ich wieder. Ist nicht wahr drinne. Okay. Hier hast du einen Kleiderschrank, falls du... ich weiß nicht, ob das bei dir funktioniert. Probier mal deinen E-Muskel. Ja, funktioniert. Ja, da kannst du dir, falls du dir was anderes anziehen willst. Ah ja. Cool. Eventuell Schuhe, vielleicht sind die da. Da musst du mal gucken. Schlafanzug? Warte mal, Schuhe. Nee, ich kann nur barfuß, aber passt auch. Bin ja jetzt hier drin, da will ich jetzt eh nicht. Ein Moment, warte, ich steck dir mal kurz einen kleinen grünen Zettel zu. Ein grünen Zettel? Ja, warte. Mann, bin ich jetzt viel kleiner geworden. Viel besser. Scheißschuhe. Du wachst morgen vor dem... Ah, okay. Mhm. Wie, dass du dann nackt dort stehst. Oh ja. Bloß als Hinweis. Ja, danke. Das wäre echt blöd. Dann hätte ich noch mehr Probleme. Also du, wie gesagt, bist dann vorm Haus und dann kann ich dich ja wieder reinlassen, wenn ich da bin, aber weiß ja nicht, wann du dann da bist und ich da bin. Wie so ein Hund. Dann kann ich dich wieder reinlassen oder eine Katze. Richtig.
Mach mir das raus, mich tragen auch immer kleine Goblins raus. Ah, okay. Dann bin ich beruhigt. Wow, das sieht total schön aus mit dem Regen. Ja, wenn Sonnenuntergang ist, ist es ja auch schön. Oder Das halt noch glaube eine ich. Etage oben. Okay, Ja. dann lasse ich dich jetzt mal hier in Ruhe schlafen und gehe rauf ins Wenn du wieder da bist, dann gehen wir zum Friseur. Ja, das wäre cool. Da gibt's dann auch. Wieder weggerutscht? Ein bisschen. Oh nein. Das ist so ungemütlich. Ja, ansonsten penne ich auf der Couch und du gehst runter ins Bett. Das geht schon. Ich Irgendwie. muss es nur ein bisschen. Warte. Ich schaff das. Sagte sie und lag auf dem Balkon. Ich habe schon so lange nicht mehr auf dem Sofa geschlafen. Ich bin das nicht mehr gewöhnt. So. Es muss ja auch erstmal alles so seine Richtigkeit haben. Versuchst du gerade durchzugucken? Ja, doch, das wird schon langsam gemütlich. Warte. Nein. Ruhe mich aus. Ich weiß noch nicht. Ich versuche es mir halt gerade gemütlich zu machen. Ja, okay, es kann dauernd sein. Ach, ich bin so müde. Ja, doch so. So klappt, ja? Ja, ich glaube, ja, so ist gemütlich. Ja, super, Ja. dann gute Nacht. Ich schaue noch ein bisschen fern, ne? Ja, mach das. Okay, dann danke und gute Nacht. So, ich habe schon mal pausiert, also er hört mich nicht mehr. Schöne Wohnung. Juhu, ich darf in der Wohnung. Oh, es hat aufgehört zu regnen. Okay, an der Stelle sage ich jetzt schon mal für YouTube, ich habe einiges jetzt zusammengeschnitten, hoffe ich, weil es teilweise doch längere Stücke waren heute, die ein bisschen langweilig waren. Ich glaube, der letzte Part jetzt war eins, weil es eigentlich ganz cool war. Ich weiß nicht, was er hat für Probleme. Manchmal ein bisschen länger, aber es ist noch eigentlich angenehm. Auf jeden Fall wünsche Klassiker. ich euch einen wunderschönen Bleibt Abend, bei euch. Tag, was auch immer. Und ja, vielen Dank wie immer fürs Dabeisein und bis zum nächsten Mal. Doch, ich gehe jetzt ins Tschüss. Bett. Ja. Er redet immer. Ich glaube, der telefoniert unten noch. Ich denke mal so zum Mittag vielleicht. Vielleicht sagt er irgendwas Gemeines gleich. Da müssen wir noch zuhören. Warte. Immerhin eine Unterkunft. Ja, ich meine, ich habe es hinbekommen, oder? 105. Ich wollte zwar nicht abhängig sein von anderen, aber immerhin bin ich keine Stripperin oder ich verkaufe mich oder so wie die Mimi. Sondern, Wo finden wir eigentlich diese Liste? es wurde angeboten und ich habe es halt angenommen, ja. Aber ich mache mein eigenes Ding. Und keiner weiß, Doch, was ich doch. Ach, eigentlich die wirklich Preise will. sind bindend. Okay, tschüss. Okay, gut.